Moin Moin und willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Aufnahme. Wir spielen heute mal Overwatch. Ich habe das Spiel schon länger jetzt. Ich habe das mal gestreamt und ich habe jetzt ein bisschen Offscreen gespielt mit Corona zusammen. Hallo. Hallo Corona. Hallo, ich bin Corona. Ich werde mal wahrscheinlich irgendwie mit dem Tank unterwegs sein. Und zwar mit, wie heißt der, Reinhard oder wie heißt der? Ich spiele mal D.Va. Die liebe D.Va ist nämlich ein ziemlich, ziemlich starker, ja, Tank. Damage, Reinhard. Weiß ich nicht. Ich kann mit der ganz gut umgehen. Also es ist so, ich muss meine Helden erstmal finden und mit D.Va habe ich eigentlich ganz gut einen gefunden. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein bisschen geht da noch. So. Ja, wobei du hast, ich glaube, ein bisschen, Leute, das ist das erste Mal, dass ich jetzt aufnehme. Ich bin Level 6, wir müssen jetzt sowieso gerade warten. Ich habe noch ein bisschen, welches Level bin ich? 21, ja, ich möchte auf jeden Fall auf die 25 zuspielen. Bam, Alter. Damit ich endlich Ranked spielen kann, ja. Meinst du, wo bist du? Du bist Reinhard. Guck mal hier, pass auf. Und Emote. Was machst denn du da? Ich sehe gar nichts. Weiß ich nicht. Irgendwie nichts gerade. Ich kann winken, hier. Nice. Wo macht man das nochmal? C gedrückt halten und dann einfach nur auswählen und dann loslassen. Mach mal meinen Emote, Alter. Geil. Was bist du? Auf dem Tank? Ja, D.Va, pass auf. Ich heb jetzt erstmal ab und zerfick die Leute erstmal gleich, die hier irgendwo stehen. Ich flieg jetzt erstmal schön hier weg, Alter. Babam, babam. Nice. Warum auch immer ich jetzt direkt hier hingeflogen bin. Das war ein bisschen dämlich vielleicht. Bam. Zack. Double Kill direkt. Begleitet die Fracht, Alter. Wo sind denn alle? Oh, Alter, Vorsicht hier. Vorsicht. We need to protect. Hinter uns. Ja, ich muss hier kurz. Hier hat jemand, hier ist so ein Geschütz. Wie heißt dieser Typ, der sich mal als Geschütz da hinstellt? Und Butts in your face, Alter. Das ist Gott, Bastion. Jetzt wird's schwierig. Ah, das Ding ist durch. Oh Gott. Ja, geht noch. Da geht noch was. Okay, ist tot. Wir müssen wir müssen diese Fracht hier sozusagen begleiten und bis zum Ziel bringen, ohne dass die uns stoppen in der Zeit von 4 Minuten 20. Oh, okay, jetzt ist mein Ding hier gleich durch. Genau, und für die jetzt nicht wissen, was bei mir gerade passiert ist, also ich bin D.Va, das ist so eine Gamerin, die in so einem fetten Reinhard. Mech ist. Nein, und hab ich diesen Mech habe ich jetzt gerade verloren. Jetzt gehe ich kurz ums Eck und kann ihn wieder rufen. Guck mal, wie er mich zerhämmert hat, Alter. Bam, bam, aber mein Schild war auch schon. Oh, der ist wieder weg. Gut low. Okay, ich komme. So, jetzt habe ich zerhämmert. Jetzt muss ich einfach nur genug Damage machen, als in meiner Menschenform, sag ich jetzt mal. Und dann lädt sich unten. Hast du dich geswitcht oder was? Ja, ich bin quasi. Ich kann aus meinem Mech rausgeschossen werden. Ah, das ist natürlich nice. Und dann mache ich ein bisschen Damage in meiner normalen Form. Mache auch nicht allzu knapp Damage. Und dann kann ich meinen Mech wieder rufen. Gibt es nicht auch einen Frachtmodus, wo man das Ding selber schieben muss, richtig? Ja, das ist. Nee, das nicht. Richtig schieben nicht. Ah, nee, das war Star Wars. Haha, hallo. Also, was heißt schieben? Da muss man. Hier, Achtung, rechts ist ein. Rechts und links, Alter, von beiden Seiten. Fuck. Oh Gott, oh Gott. Boah, Alter, von wo denn? Ja, da kommt schon wieder der Typ. Immer wieder dieser Paragonix, Alter. Willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Ach, er da. Bitte? Er wird aber auch geheilt, muss ich sagen. Ja, ich nicht. Weißt du, warum? Warum er und ich nicht? Aber Alter, ich habe ihn gerade zerhämmert und jetzt kommt noch der Alles gut, Healer drauf. Mein Ulti kann ich jetzt gleich mal einsetzen. Den haben wir auch. Leute, nimm mir das nicht übel. Ich spiele echt noch nicht lange so. Okay, wir haben. Also, ich muss sagen, D.Va ist ein unglaublich geiler Held. Ich weiß nicht, ob der auch was für dich wäre, aber. Ich spiele ihn auf jeden Fall gerade. Ich bin richtig. Ich neige immer dazu, alle einmal zu spielen, um zu sehen, wie sie so sind. Und ich habe eigentlich fast alle einmal durch. So, ich mache jetzt hier erstmal schön. Hat er dich zerbestet? Ja, aber ich habe ihn jetzt auch noch geholt. Bam, Alter. Hinter uns. Oh, ja, ich bin down. Einen hab ich. Er wurde leider wiederbelebt. Da konnte ich nicht viel machen. Nein, ich bin betäubt. Und schon wieder. Okay, das war diesmal ein anderer. Niklasu. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Mercy-Ult, muss ich sagen. Hat sie alle wieder belebt. Ich wechsle mal jetzt. Ich gehe mal zum Soldier. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Eliminated. Ich gehe mal oben drauf. Oben fliegt gerade einer. Oh, aber ich glaube, ich habe meins noch explodieren lassen. Und boom. Da kommt jetzt auf jeden Fall ein fetter Kill raus, glaube ich. Schauen wir mal. Hier ist noch einer. Der legt da Fallen. Wie viel habe ich gekillt? Oh, drei Leute habe ich geholt oben mit meinem Ulti. Hab ihn. Ich habe noch einen. Ich komme runter. Wir haben gewonnen. Easy. Nice, Alter. Nice. Das war wahrscheinlich mein letztes Ulti. Meins definitiv nicht. Was? Paragonix? Ja, er hat mich richtig gut zerbärst, muss man ganz ehrlich sagen. Alter, Leute, wir hängen noch eine zweite Runde hinten dran. Und ja, dann sind wir gleich wieder da. Und da kriegt er als Highlight dieses Ding. Wir schauen uns noch mal kurz das Highlight an und dann. Ah ja, das Highlight können wir mal anschauen. Oh Gott, mal, weil er euch von hinten mich richtig weg down. Ja, aber ich habe auch einen Triple Kill gemacht und davor sogar noch. Das ist ja unfair. Okay, Leute, bis zu gleich. Ich wollte dich trotzdem hoch. Danke. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Ich spiele wieder eine Runde D.Va. Ich werde jetzt als Soldier hier reingehen in die Nummer. Wir spielen, welche Map ist das? Tempel des Anubis. Muss ich sagen, eine meiner Lieblingsmaps.
Ja, es ist entweder spielst du halt mit einem Team, was weiß, was es tut, oder du spielst ja, das mit Kartoffeln. Ja, das stimmt allerdings auch. Ich meine, guck dir jetzt mal unser Team an. Wir haben zwei Soldier, einen Diva und zwei Bastions und einen Torbjörn. Das ist, für um anzugreifen, die schlechteste Ding, was wir hätten machen können. Es ist halt mega defensiv aufgestellt jetzt, ne? Ja, und das, obwohl wir im Angriff sind. Das ist halt einfach totaler Bullshit. Ich mache jetzt mal eine Sache, wenn das nicht klappt mit Diva, werde ich das mit Tracer probieren. Und zwar durchzurushen und sie auf den Punkt zu locken. McCree, oder? Alter, ist er tot? Hat er ihn gekillt? Ja, hat er. Mega nice. So, ich mache jetzt unten folgendes. Unten lädt sich übrigens das Ulti auf, die Ultra-Attacke sozusagen. Oh Gott, okay. Oh Gott, dieses scheiß Geschütz geht nicht. So unfassbar. Das bedeutet, auf den Sack, ich gehe jetzt auf Tracer. Jetzt mache ich mal eine Sache, die man, die hoffentlich funktioniert. Und zwar. Was machen wir? Wie kommen wir denn jetzt rein? Das ist doch scheiße. Ja, pass auf. Ich werde jetzt. Ich laufe jetzt hier durch. Ich bin jetzt hier durch. Ja, genau. Ich werde jetzt auch einfach nur durchrushen. Oh, der kommt. Oh, ich habe ihn gekillt. Komm rein. Geht gerade nicht. Ich habe gerade kein Okay, Charge. Ich kann hinten rumgehen. Wo bist du denn? Okay, Fluffy holt mich jetzt hier weg. Mega problematisch. Fuck. Boah, Alter. Also, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Ich bin in diesem kleinen Vorraum. Er hat auf jeden Fall gut getaked. Der ist gleich tot. Er haut ab. Der haut ab. So, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt mal auf den Zielpunkt gerusht. Entweder kriegen sie es mit oder sie kriegen es nicht mit, ich weiß es nicht. Okay, ich bin hinten von hinten jetzt dran gerade. Ja, ich auch. Ja, aber. Ah, sie kommen. Okay, das heißt, sie haben jetzt gerafft, dass ich drin bin. Okay, ich habe ein bisschen vor. Ich bin bei dir. Ich bin da, okay. Aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall vorne vom Eingang weggelotst. Ja, das Ding ist, ich bin jetzt gleich tot. So, jetzt gehe ich wieder auf Diva. Fuck, ich dachte, ich kann ihn noch hämmern, also schlagen, aber das hat nicht geklappt. Wir sind jetzt auch durch tatsächlich. Also, der Move, den ich jetzt gemacht habe, der war. Gut, einfach um durchzubrechen, ne? Ja, vor allem, die haben halt vorne eine Line aufgebaut und diese Line musst du halt irgendwie durchbrechen. Das machst ja, die du halt hast du ja jetzt gut durchgebasht. Das machst du am einfachsten, indem du einfach mal sie ablenkst. Okay, einen habe ich delivered hier. Geh rein, ich bin hinter dir. Von oben, Cold Turkey ist oben. Hier, wenn wir gleich rumgehen, hier, da ist er, steht gleich hier vorne. Hab er ist ihn. Tot, nice. So, und jetzt einfach mal drauf. Einfach drauf, ja, wir haben ihn dann. Einnehmen. Ich bin einmal hinten durch gewesen. Aber ich warte jetzt auf mein Ulti, weil das ist jetzt eine Map mit einem Diva-Ulti. Wenn du das vorne rein surfst und dann dein Mech explodieren lässt, dann ist da echt, haben sie keinen Spaß mehr. Cold Turkey ist wieder hier, ich brauch Hilfe. Du brauchst Probleme, Max, hast du nicht genug? Nee. Okay, pass auf, Mega fies, Alter. Wo bist du jetzt? Lass mal vorne vorm Dings, Wo bist du? Ja, geh mal nach vorne einfach, also weiter drauf. Wie dumm, dass ich einfach oh, ist auch egal. Du bist doch jetzt defensive ein bisschen aufgestellt, oder? Nee, pass auf. Wir rushen jetzt vorne massiv durch den Eingang. Ich zeig dir gleich, wie ich das meine. So, den habe ich jetzt hier. Vorsicht, das ist ein Sniper. Wir kommen her. Komm mal her. Ich bin da. Ich laufe jetzt vor. Du läufst mir nach. Du bleibst ja, okay, Augenblick hinter mir nach. Warte ganz kurz. Oh, warte. Ich habe Ulti noch gar nicht ab. Und zwar erst. Ach komm, 1% ernsthaft. Oh fuck, da steht da direkt in der Ecke einer. Ja, mein Fehler, ich habe das Tank, Ulti gerade verwechselt. Ich habe das Ulti aus meiner Human-Form mit dem Ulti meiner Mech verwechselt. Aber jetzt habe ich es ab. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal, was ich vorhab. Ja, das Ding ist, du musst, wenn du gleich reingehst, direkt links rum steht der Typ mit der. Ja, aber ich schicke meinen Mech rein, lass ihn explodieren und dann wird sowieso alles mitgenommen, was da vorne rumläuft. Okay, warte jetzt auf mich. Ja. Oh, über uns. Vorsicht. Ja, wobei? Ja, nicht nur über uns, okay, direkt da vorne. Ich gehe rein. Ja, tu es. Ja, über uns bin ich gestorben, der hat seine Ulti gemacht. Bin okay, tot. Warte. Bam, okay. Ach Gott, als ob. Was passiert? Ja, da steht ein Reinhard, der den Turm gesagt, mit seinem Schild direkt, beschützt. Ja, genau, der links in der Ecke gleich, ne? Als ob der keinen Schaden von meinem Ulti kriegt. Das ist lächerlich. Das ist hart lächerlich. Ja, das ist halt echt fies, ey. Das gebe ich zu. Das ist richtig fies, Alter. Ja, aber dann gehen wir. Ich habe da jetzt. Keine Ahnung. War jetzt irgendwie ein scheiß Timing. Wo waren die denn alle? Keine Ahnung, mach mal jetzt. Unser Team geht gerade rechts lang. Ja. Alter, wir haben nur Tanks. Okay, einfach drauf. Okay, schieß. Nice. Tu es, ich hab ihn gleich. Ich hab's. Geschütz ist down. Ja, okay, nice, ich hab den Typen gehämmert. Von der Seite. Nein, hab ich gekillt, scheiße. Ja, alle anderen sind gerade respawned. Ätzend, aber das war eine gute Attacke. Das müssen wir nochmal so machen. Was haben wir denn für ein Team? Drei Reinhards, ey, boah. Ich kann meine Dings anmachen, die Ulti gleich auch noch ansetzen. Dann kann ich da einmal richtig drauf baseln. Okay. Ja, ich auch. Oh, das ist gut. 59 Sekunden, Alter. Okay, wie kriegst du dein Dings noch zusammen? Ja. Okay. Warte, ich hab mein Ulti noch nicht. Okay, ich tu's jetzt, ne? Ich kann noch nicht. Nein, er hat mich gekillt, bevor ich überhaupt reingekommen bin. Womit? Hey, was war das denn? Das verlieren wir. Ah, oh Mann, ich wollte wenigstens einmal noch diese blöde Ulti. Digga, hat er mich mit einem Schlag. Digga, was war das denn?
Ja, super nice. Ich würde da wenigstens gerne noch einmal ankommen. Oh Mann, ey, was ist das für ein verzwicktes Match, Alter? Also ich kann noch einmal drauf mit dem Ulti, das, ja, das würde ich halt auch gerne, aber ich schaffe das, glaube ich, nicht nochmal. Mit einem Diva-Ulti, wenn du das vorne rein surfst und dann dein Mech explodieren lässt, dann haben sie keinen Spaß mehr. Was ist, wenn wir drin sind? Lass mich vorgehen. Ja, pass schnell, auf, warte, warte. Und jetzt mir nach. Ja, go. Los. Oh, ich muss ausweichen. Oh Gott. Wird eingenommen. Verlängerung. Oh Gott. Ja. Alter, ich hab alle weggepackt. Okay, ja, von wo? Weg, da vorne, von da kommen sie. Okay. Halt einfach drauf. Oh Gott. Alter. Zieh's dir rein. Das Ulti. Alter, das war so fett, Alter. Das war ja wohl so fett, Alter. Wie gut, guck dir den Move an. In der letzten Sekunde. Ich hab noch einmal mit dem Ulti richtig drauf gehämmert, Alter. Locker, pass auf. Das ist mein Play. Wette? Ja, Mann, guck's dir an. Ey, das war so perfekt getimt einfach, ne? Guck dir das an. Das war so perfekt getimt, Alter. Du hast die noch drauf gehämmert. Und da alle explodiert. Bam. Mega nice, Alter. 4 Kills. Alter, wie gut einfach, ne? Alter, das war so in der letzten Sekunde, ey, ohne Scheiß, GG. Hätten wir den Tank jetzt nicht gehabt, ey, dann wäre Feierabend gewesen, Alter. Alter, richtig oh nice, Alter, richtig shit, nice. Mann. 4 Goldmedaillen. Hab ich mal selber gebotet, Alter, einfach. Oh Gott, so geil. Nie irgendjemand, Alter, hab ich einfach selber gebotet, ey. Oh, war das geil. Alter, Hammer, wirklich Alter. Hammer. Alter. Hast du gut gemacht, Corona, ey, mega nice. Geil, Leute, war das eine fette Runde, Mann. Das war, vor allem, die war einfach so aussichtslos, die war komplett aussichtslos. Ja, und dann mit einem getimten Move. Ja, echt richtig Hammer, Alter. Hammer, Leute. Aber da sieht man mal wieder, wie krass das sein kann, wenn man sich halt auch, also wenn man die Helden mal ändert. Man muss halt irgendwann auch mal einsehen, okay, es funktioniert nicht, und irgendwas an der Taktik ändern. So. Und das muss man dann einfach machen. Und manchmal hilft das, manchmal nicht. Dann geht es mega nach hinten los. Und wir hatten jetzt einfach Glück, dass es genau wirklich, also ich meine, krass, wie das einfach in der letzten Sekunde fast war. Alter, das heftig. Das war schon echt mega heftig. Leute, Geil. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Ein bisschen hibbelig. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr sagt, so, nee, das ist eher was du streamen solltest, dann schreibt das rein. Wie auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal. Rein. Ciao. Bis dann. Ciao.